Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Schlangenlift-Bundle von Kafik. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zum Bundle und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Schlangengift von Kafik. Das Ganze keine Box, sondern in so einer Plastikfolie als Bundle erschienen. Dementsprechend sparen wir uns natürlich die Boxbegutachtung und werfen gleich einen Blick in das Bundle, in den Inhalt. Das Ganze erschienen über No Return Records. Wo ja neben Kafik unter anderem auch Akkads und Nex unter Vertrag sind. So, wir haben hier einmal das Album Schlangengift an sich, die Bonus-EP Abwärtsspirale, das Textheft zu Schlangengift und ein T-Shirt und auch noch ein Poster. Okay, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Das Ganze eingeschweißt, wir werden das mal kurz aus der Folie befreien und uns dann im Detail anschauen. So, die Frage, wo es am besten aufgeht. So, Kafik Schlangengift lesen wir hier auf der Seite. Hier unten nochmal Schlangengift groß und haben wir hier einen Schlangenkopf, eine Schlange, die hier ein Herz durchbohrt. Hier im Hintergrund sehen wir noch die Schlange, wie sie sich hier fortsetzt. Und hier oben lesen wir No Return Records präsentiert. Also, rein von der Farbgestaltung, so schwarz-rot und weiß, beziehungsweise hellgrau, absolut mein Fall. Schwarz-rot und weiß, meine Lieblingsfarben. An den Seiten lesen wir Kafik Schlangengift. Und dann haben wir noch die Rückseite. Die Tracklist, 17 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Akkads, Raptor, Taro, Chan Won, kenne ich ehrlich gesagt nicht. Akkads, nochmal Raptor, Taro und Scheusal. Ich muss sagen, meine Favoriten sind speziell zwei Tracks. Und zwar einmal Track Nummer 5, Einsamkeit. Und dann Track Nummer 10, Erinner dich. Dann sehen wir hier noch eine Frau, ja, in Abendkleid und einer Schlange tätowiert. Also diese Dame dürfte wohl das Schlangengift injiziert haben, dafür schuld sein, dass der Künstler Kafik dieses Album oder diesen Titel gewählt hat. Dann haben wir unten noch die Credits und einen Barcode. Gut, wir werfen mal einen Blick in das Booklet. Also hier haben wir wahrscheinlich einen Frauenmund, aus dem die Schlange hervortritt. Dann haben wir 17 Tracks inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. Und dann hier noch ein Bündel Geld mit einer Geldklammer, ebenfalls wieder mit einem Schlangenmotiv. Also dieses Schlangengift wahrscheinlich mehrere Ebenen umfassend, also sei es jetzt in der Liebe oder Materialismus mit Geld verbunden. Dann haben wir hier auf der CD wieder die große Schlange abgebildet. Kafik Schlangengift. Auf der Rückseite ein Messer, auf das Blut tropft. Dann haben wir eine Bonus-EP. Abwärtsspirale nennt sich das Ganze. Und hier geht es auch abwärts. Kafik, inklusive des Kafik-Logos. 5 Tracks an der Zahl. Raptor, Akkads, Sucht, Kolex und Tarot. Also 5 Tracks zusätzlich noch. Das Ganze eine Papphülle, die spannenderweise oben aufgeht. Und das gefällt mir richtig gut. Die Optik so richtig Vinyl, Schallplattenmäßig. Auch hier die Rillen sogar. Also, das kann auf jeden Fall was. Ich bin immer Fan, wenn die CDs mal ein bisschen ausgefallenere Designs haben und das ist definitiv
Der Fall. Gefällt mir richtig gut. Das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir das Textheft zum Album. Also hier Grafik und Logo. Und hier Schlangengift, wieder die Schlange mit dem durchbohrten Herzen. Und dann haben wir hier jeden Track einzeln aufgelistet. Beginnend beim Intro bei Stockholm-Syndrom. Zieht sich dann so durch, also pro Seite ein Track, beziehungsweise hier auch zwei Tracks. Und hier dann immer noch ergänzt durch so kleine Grafiken, durch so Skizzen. Also, ihr seht schon jede Menge Text. Gefällt mir gut zum Nachlesen, zum Mitrappen, falls man ein paar Texte nicht verstehen sollte. To be continued. Also, Schlangengift Textheft im Querformat. Dann haben wir noch, bevor wir zum T-Shirt kommen, ein Poster, einseitig bedruckt und das Ganze im Hochformat. No Return Records präsentiert, lesen wir hier oben. Grafik Schlangengift und auch hier wieder die Schlange mit dem durchbohrten Herzen. Hat auf jeden Fall was, gefällt mir richtig gut. Speziell der Schriftzug Schlangengift in dieser Trennung weiß und rot. Und dann haben wir als letzten Bestandteil des Bundles ein T-Shirt. So sieht das Ganze aus. Also wieder die Schlange inklusive des durchbohrten Herzens. Allerdings haben wir hier jetzt keinen Schriftzug. Wirklich nur so. Gefällt mir aber ehrlich gesagt auch richtig gut ohne Schriftzug. Also T-Shirt in schwarz und dann in hellgrau und rot. Kein Backprint. Dann werfen wir noch einen Blick auf das Material. Wir haben es zu tun mit einem B und C in der Größe L. Und das Ganze besteht aus 100% Baumwolle und hier unten steht es noch Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Und jetzt schauen wir uns das ganze T-Shirt nochmal im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also das T-Shirt in schwarz gehalten und dann haben wir hier im Brustbereich dieses große Herz inklusive der Schlange in weiß bzw. hellgrau. Gefällt mir richtig, richtig gut, auch wenn das Motiv natürlich etwas eigen ist, aber das T-Shirt werde ich definitiv auch mal anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Das Poster im Hochformat einseitig bedruckt, das Textheft zum Album Schlangengift, die Bonus-EP Abwärtsspirale inklusive 5 Tracks und das Album Schlangengift an sich. Ja, das alles in dem Bundle Schlangengift von Grafik. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box bzw. des Bundles in dem Fall? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Grafik unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.